Bremsen und Informationselektronik. So, dann gucken wir mal bei Bremsen. So. Ja, wie soll es mir gehen? Also, nichts hat heute geklappt, ne? Hoschke Dennis bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sieht man mir das an, dass ich Wochenende nur geschraubt habe. Es geht um den Audi A6. Was haben wir alles gemacht? Die Quellen haben wir schon drinnen. Natürlich nicht fest. Das werden wir bei der Achsvermessung machen. Spurstandköpfe sind dran. Die beiden Querlenker, Stabis sind dran. Alles super. Stoßdämpfer ist noch drin. Apropos Stoßdämpfer. Werden das Ganze jetzt umbauen. Eidosch, wie geht's dir? Wochenende hat sich geschafft, ne? Ja, eben. Ja. Und was machst du Schönes? Ich sehe schon, hier passiert was. Mach jetzt die Querlenker hier fertig. Mhm. Domlager haben wir gemacht. Kannst du die Domlager mal anschauen, wie die aussehen? Das sind noch die ersten. Siehst du ja noch? Audi. Ja, die waren ja richtig ausgeschlagen. Hier. Also wir werden uns die ganzen Querlenker noch mal genauer anschauen. Stoßdämpfer war jetzt echt nicht so arg kaputt. Ich hätte jetzt viel schlimmer erwartet. Ah doch, doch, ja, ja. Okay, der ist schon durch. Um den hier abzumachen, musst du das hier abmachen, Alter. Originale Stoßdämpfer, originale Querlenker. Also vorne wurde nichts gemacht. Vielleicht die unteren, würde ich sagen, aber die unteren sind auch noch original. Die sind auch schon durch, ne? Hier die Hydrolager, alle rissig. Also ihr müsst euch vorstellen, 240.000 gelaufen. Das sind immer noch die ersten Querlenker, Stoßdämpfer. Also ganz ehrlich, diese Querlenker noch locker bis zum nächsten TÜV noch fahren können. Wir mit der Arschlochschraube und so, wir sind echt am Schimpfen. Aber glaubt mir, ihr habt hier eine Qualität. Es ist Wahnsinn. Und der hat schon einiges hinter sich, ja, ne? Die Seite ist fertig. So sieht das Ganze aus, wenn es neu ist. In den Urlaub fahren wir erstmal mit den originalen Federn. Mhm. Und wenn ich wieder zurückkomme, dann, dass ich vielleicht noch mal ein paar Sachen ändern werde. Mal schauen. Ne? Also ich liebe das Auto ja. Ey, Eidosch, du musst dir vorstellen, mit diesen neuen Querlenkern vom Febi und die neuen Stoßdämpfer. Bäh, wird das geil. Ja. Machen wir einen Stoßdämpfer hier zusammen. Du bist ja schon Profi, ich muss ja noch ein bisschen lernen. Also wir haben ja richtig dicke Federn hier. Und diese Federn von S-Line müsst ihr nicht so weit drunter drücken. Das ist das Gute bei S-Line. Guck mal, haben wir schöne Aussparung. Ja, Gedoe denkt natürlich mit. So, zack. Also es ist, oh, ja, Eidosch, wenn du bist, mach die Kamera ganz rein. Ist das jetzt ironisch, ne? Nein, natürlich. Ich wollte doch nur von oben gucken, wie das so aussieht. Guck mal, guck mal, so guck mal. Siehst du, ich habe noch kaum gespannt. Ja. Siehst du, das ist halt. Das reicht schon? Das reicht schon. Das ist ja das Geile. Wow. So. Das ist aber leicht, ne? Dass man da gar nicht so viel drehen muss. Nee, muss man auch nicht. So, zack, zack, zack. Guck mal, ich musste die schweren Sachen machen, du darfst die leichten. Ja, sorry. Ah, ja. Und? Hast du dich schon von der Arschlochschraube erholt? Ja. Ha? Nicht wirklich. Das muss man eigentlich eher dich fragen. Du sahst ja so verwüstet aus. Ja. Ah, wir wollen ja in den Urlaub. Das soll alles perfekt sein. So, Eidosch, das war's schon. Hier, Domlager raus. Hier ist ein Teller. Der kommt unterm Domlager. Wichtig. Und dann können wir den schon wieder entspannen. Und du siehst eigentlich gleich, dass wir den gar nicht so tief machen, so viel pressen mussten. Ja, guck, ist schon. Das war's schon, ne? Das war's schon. Ja. Könnte man schon so rausfahren. Aber guck doch mal die Federn an. Die sind sehr dick. Also wenn du hier Zubehörfedern nimmst, sag ich dir, Eidosch, die werden schon automatisch tiefer. Unten sitzt der. So.
was. Jetzt machen wir die Schraube fest. Eidosch, wir haben es endlich geschafft. Alles drin? Alles drin, Stoßdämpfer ist drin, unser Achsschenkel ist drin, der nicht kaputt gegangen ist. Schwurstammkopf ist drin, die Querlenker unten, oh, alles schön eingedingst hier. Ja, ne? Genau, ich habe Keramikpasta reingemacht. Ich habe das Ganze natürlich sauber gemacht mit einer Drahtbürste. Boah, was da für Schmutz rausgekommen ist. Ich hätte so gerne aufgenommen, aber du warst leider nicht da. Nein, ich bin sehr weg. Und ich musste es schnell machen. Ja, was jetzt nur noch fehlt, ist einmal Achsvermessung. Das werden wir später machen, wenn er fertig ist. Hier sieht man schon, wir haben die Narbe sauber gemacht. Die Bremsen kommen neu und die werden wir auch gleich auspacken. Die kommen auch von Febi. Meine Bremsanlage von AMG, die ungefähr genauso groß ist. Ich glaube, die waren 360er, also die sind 13 mm größer, also vom Durchmesser. Die habe ich auch von Febi geholt und ich war auch zufrieden. Die werden wir jetzt auch von Febi einbauen, hinten und vorne. Dabei will ich euch auch einen Diagnosetester heute zeigen. Echt geiles Ding. Benutzt das seit einem Monat schon und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Wie sieht denn unser Trockeneis aus? Oh. Ja, den haben wir total vergessen. Oh, guck mal, wie klein das geworden ist. Ja. Hey, du musst das nutzen, sonst geht das nicht. Ja, oh, wenn man das zu lange macht, dann... Ist wie Dings, ne? So, wie so, als mit einer so piekst. Karton. Ich glaube, hier ist ein Koffer drin. Mit den Gerätschaften, mit den Köpfen und so. Ne? Mit den Köpfen, weil die haben ja verschiedene Köpfe. Das ist das hier, da gucken wir uns gleich nochmal an. Die brauchen das bestimmt gleich. Oh, das sieht aber schön aus. Ein riesen Koffer. Ich mach James Bond mit. Oh, guck mal, mit schönen Kohlemaster. Das ist der Trockner. Ja, das meine ich, der ist im Kühlschrank. Der ist ja sowas im Kühlschrank. Pass auf, der kippt gleich nicht. So. Das ist hier drauf. Ja, erstmal. Das genau. Und dann haben wir hier unser Trockeneisschreibgerät. Hier sind die ganzen Anschlüsse nochmal. Ach, die ganzen Schläuche. Ja. Ah, guck mal, das finde ich geil. Eine Schaufel. Eine Schaufel, genau. Klein, aber fein. Läuft schon. Muss man ja nichts einstellen. Da musst du nichts einstellen. Das ist ja nur dafür da. Kompressor wird hier da angeschlossen und die Luft ist ja feucht, damit er diese Feuchtigkeit entzieht und nicht in dieses Gerät reinpumpt. Was passiert bei minus 80 Grad, wenn da Wasser drin ist? Genau, es friert ein und das Ding funktioniert nicht mehr richtig. So, Programm 1, 2, 3, also das ist echt, na hier 0,5 Bar, finde ich gut. Lassen wir so, gut. So, Eidosch. Okay. Ah, mein Zeh. So, warte. Wir haben ja jetzt nichts drin, ne? Ja. Kann er ja nichts machen, weil wenn nichts drin ist. So, jetzt. Was ist denn da mit hier, mit diesen Dingern? Ja, das sind die Spitzen. Die packen wir rein. Ich habe ja gesehen, wir haben hier mal mit Rot gearbeitet. Das hat immer gut geklappt. Also wenn wir Rot nehmen. Und was wir jetzt brauchen, ist Trockeneis. Jetzt werden wir Trockeneis machen. Und was hat er gesagt? Beim ersten Mal, wenn man Trockeneis macht, dann sinkt dieses Gerät. Der sinkt? Der sinkt. So. Ich hole Trockeneis. Okay. Kühl, ja. So, Eidosch, guck jetzt, wir singen jetzt.
Ja, Trockeneis hat nicht geklappt, aber nicht wegen dem Gerät. Das Problem war, wir haben Trockeneis zu lange warten lassen. Das darf man nicht machen. Wir haben jetzt ein bisschen recherchiert und haben gemerkt, dass unser Trockeneis nur noch für Kühlung, für Getränke nur noch reicht. Warum lachst du? Weißt du, wie geil das ist? Ja, hier, dein Kühlschrank. Immer sofort vereist. Guck mal, das wird immer weniger und weniger. Und das Ding ist, es ist beim Sprühen habe ich das gestern gemerkt, als würden so Wassertropfen so. Mhm. Ne? Und das war das Problem. Zu viel Feuchtigkeit. Wir haben uns sofort Neues besorgt. Diesmal 10 Kilo. Und es ist frisch. Also gerade von heute. Und werden das natürlich ausprobieren. Wir machen nur eine Seite auf, ne? Das heißt, wenn ihr so Trockeneis holt, habe ich gemerkt, Eilosch, man muss das sofort mitziehen. Ah nee, was ist das denn? Was? Was hast du für welche bestellt? Kann ich das eigentlich nutzen? Nein. Woher weißt du das? Oh. 3 mm ist es auf jeden Fall nicht. Nee, ich würde sagen, hier. Also. So sehen ungefähr 3 mm aus, ne? Also. Aber egal, das will ich nochmal. Eins will ich mal probieren. Alter, guck mal. Das will ich probieren. Oh. Mach nochmal, ich will das jetzt nochmal. Genau die gleiche Stelle, bitte. Noch ein? Na? Ja, Was ist denn definitiv falsch? Ich muss kurz telefonieren. Weil da ist irgendwas schiefgelaufen. Eidosch, wir können jetzt zusammenpacken erstmal, weil das Problem ist, die kriegen das heute nicht mehr fertig. Ja, da ist was falsch gelaufen. Ich habe auch auf die Rechnung geguckt, da steht 3 mm Pellets. Dann haben sie große gemacht für uns, ja. Aus Versehen. Hm? Aber schön, wer hat das denn abgeholt heute? Hm. Wer war das denn? Meine Wenigkeit vielleicht? Ach so! Hättest du mal kontrolliert. Darf man ja nicht öffnen einfach. Werde ich dann morgen früh hinfahren und werde die richtigen Pellets holen. Und dann werden wir ein Video über diesen Trockeneisgerät machen. Dann werden wir ein bisschen strahlen. Weil ich habe da noch was vor, dann können wir das sofort mitmachen. Hier nochmal ein riesen Dankeschön an Phoebe, ehrlich. Dazu kommen wir noch. Das ist für Inspektion, die ganzen Sachen. Das sieht sehr stark nach einer Bremsscheibe aus. Oh mein Gott. Boah. 15 Kilo. Oh mein Gott. Boah. Das ist auch eine Bremsscheibe. Da sind die Bremsklötze. Höchstwahrscheinlich. Was das für ein Set ist, das zeige ich euch später. Mir ist natürlich was aufgefallen, was gar nicht geht. Und das müssen wir wechseln. Verrätst du nichts? Nein, verrate ich jetzt nicht. Wir können leider nicht weitermachen, weil Trockeneisgerät können wir nicht weitermachen. Wir haben ja die falschen Pellets. Genau. Ich habe ja was vor. Damit, bevor wir das nicht machen, kann ich die Bremse nicht einbauen. Dann will ich euch dieses Gerät zeigen von Autofix. Dann machen wir das. Komm, dann können wir die Quellen uns mal anschauen. Mhm. Hier sind die Klötze. Guck dir das mal an. Da war ja gar nichts mehr drauf. Das sind alles noch die Originalen, ne? Alles, bis auf die Bremsscheibe vorne. Ich glaube, die sind nicht original. Aber sonst die ganzen Gelenke. Du siehst, überall gibt es nur Audi-Zeichen. Hier, die Stabis sind ausgeschlagen. Aber das war nicht so akut. Hier, die Lager waren ausgeschlagen. Der war so am meisten ausgeschlagen hier hinten. Und vorne, ne? Hier, das sind die typischen Stellen. Der am schnellsten ausreißt hier, hat er auf jeden Fall, da ist er kaputt. Hier, der ist okay, ist nicht so wild. Hier hinten ist er ausgeschlagen. Das kann man jetzt so nicht mit der Hand merken, aber warum wir das Ganze natürlich gewechselt haben, was akut war, waren natürlich diese Querlenker oben, wo die Arschlochschraube durchkommt. Das ist das, wo ja, die durchkommt? Genau. Also haben die schon lange durchgehalten, 240.000? Also ganz ehrlich, bis zum nächsten TÜV hätte das Ganze noch gereicht. Über ein Jahr TÜV noch. Was wir jetzt machen, ist auslesen. Wir haben den Wagen ja gar nicht ausgelesen. Ich habe ja nur Airbag einmal ausgelesen, weil ich hatte ja Tacho abgebaut, haben mir Android-Radio eingebaut und dabei ist Airbag-Leuchte angegangen. Aber gut, dass er startet. Das ist doch gut. Ja, ich wollte gar nicht starten. So, OBD haben wir drinnen. Zündung ist an, Gerät schalten wir an. Zeige ich euch das Gerät. Komm mal, wir haben doch so einen schönen Sofa. Was ist los mit dir? Hallo? Hier hast du so einen Sesselschutz dran gemacht, finde ich. Da darfst du dich hinsetzen. Na, egal. Autofix ist von Autel. Ja? Und Autel kennt ihr ja. Das ist ja bekannt für Diagnose. Muss man ja sagen.
Habe ich den jetzt gestartet oder habe ich den jetzt ausgemacht? Also die Updates sind echt Hölle. Also ihr müsst 2 Stunden Updates rechnen. Wie geht's dir denn heute? Ja, wie soll es mir gehen? Nichts hat heute geklappt, ne? Aber was ist heute los? Ich weiß es. Ja, ich wüsste ja, so langsam habe ich auch keinen Bock mehr hier. Dann gibt's halt auch mal. Ja, das ist mal so. Heute ist der Wurm. Etwas andere. Etwas anderer Tag. So. Etwas anderer Tag, ja. Die etwas andere Cops habe ich gestern gesehen. Den habe ich ja gestern erst gesehen, deswegen. Beste Szene. Wer bist du jetzt? Ich bin seine Frau. Jetzt ganz ehrlich. Komm mir auf, jetzt? Wer ist das? Wer ist das? Meine Frau. Ganz ehrlich. Wer ist das? So geil der Film. So, natürlich habe ich vergessen, das Ding hier aufzuladen. Ne? Das Teil habe ich jetzt abgemacht. Jetzt kriegen wir schöne Fingerabdrücke. Mit deinen dicken Fingern. Such dir eins aus. Wir haben jetzt hier, das sind gute 15 Meter bis zum Auto. Was ist das denn? Werbung. Ach so, cool. Nimmt der schon meine Arbeit hier weg. Man kann hier alles auslesen. Hier, guck mal, der hat schon unsere Fahrgestellnummer. Was will er? Der will natürlich nochmal alles genauer wissen. Ihr gebt natürlich alles nochmal ein. Motor, will er wissen und so weiter und so fort. So, dann hat er schon alles. Yes. So. Also ganz normale Diagnosetester, was ihr eigentlich alles machen könnt. Hier, Diagnose, geht ihr drauf. Automatischer Suchlauf, das heißt, wir werden jetzt alles auslesen, was für Steuergeräte hier verbaut sind. So, erste Motorsteuergerät haben wir, Getriebesteuergerät haben wir, Bremselektronik haben wir 3 Fehler. Wir haben ja Fehler, weil bei uns brennt ja zum Beispiel Bremsbelagverschleiß und das zeigt er, glaube ich, als Fehler. Zentralkomfort haben wir 6 Fehler, gucken wir uns auch gleich an. Finde ich gut, aber wie schnell er das macht, ne? Ach, pass auf, Leuchtweitenregulierung. Ja, Informationselektronik haben wir 14 Fehler. So, was ich jetzt geil finde, schnell löschen. Das heißt, ohne auszulesen, könnt ihr jetzt einmal komplett löschen. Das finde ich geil. Machst du das? Nein, natürlich nicht. Motorelektronik haben wir überhaupt keinen Fehler, finde ich echt sehr gut. Also ich habe den erste Mal noch ausgelesen. So, Einparkfehler haben wir keinen. Also wir haben nirgendwo Fehler, bis auf Zentralelektronik und Bremsen und Informationselektronik. So, dann gucken wir mal bei Bremsen. Gehen wir mal drauf. So, Fehler, CODIS haben wir hier. Ganz wichtig. Hier wird das als CODIS hingeschrieben. Fehler-CODIS. Fehler-CODIS. Hier einmal. Wir gehen auf Fehler-CODIS. Ganz wichtig. Ich glaube, der das übersetzt hat, war kein Deutscher. Getriebesteuergerät, kein Signal, Motorsteuergerät, kein Signal, kein Signal. Schwachsinn. Ich schätze mal, Botschaft, Verzögerungsanforderungen, kein Signal, Kommunikation. Ja, ich würde mal sagen, ich habe den ja einmal entladen, richtig schön. Oder der ist gerade entladen. Ist nichts Wildes. Zündung außen an, können wir in dem Fall nicht, der ist dort. Aber ich könnte es natürlich auch so löschen. Informationselektronik, ja, bin ich mal gespannt, was haben wir denn da? Was könnte das sein? Fehler, CODIS, gehen wir rein. Bedienungseinheit, ach so. Ich habe hier das Android-Radio eingebaut hier und das sind die ganzen Fehler. Hier, Tasten, Bedienteil klemmt. Anzeigefreiheit, Steuergerät, Anzeige, Bedieneinheit von kein Signal, Kommunikation, Bedienungseinheit, elektrischer Fehler im Stromkreis und. Alles nichts Wildes, löschen. Aber so die Handhabung ist doch schön, oder? Ist geil. Dieses System feiere ich. Es ist sehr, sehr leicht. Man kann natürlich genau dieses Auto dann halt aussuchen oder man geht einfach eine Schnelldiagnose. Das finde ich echt gut. Dann haben wir nochmal Informationselektronik. Einen hat er nicht löschen können tatsächlich. Gucken wir nochmal. CODIS wieder. Anzeigefreiheit, Steuergerät, Anzeigebedienheit von kein Signal. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich. Wir haben ja ein Android-Radio und bei dem Originalradio kommt noch so ein Stecker extra drauf. Und dieser Stecker haben wir ja draußen, den brauchen wir ja nicht. Und das zeigt er als Fehler an. Stimmt, jetzt fällt mir das ein. Also da haben wir einen Fehler, CODIS, das können wir auch nicht löschen. Komfort haben wir, 6 Fehler, gucken wir uns an. Kein Signal, Lampe, links, Unterbrechung, Bremslicht, ach so, genau. Wir hatten ja Bremslicht und so, das haben wir alles gemacht. Das heißt, alles, was du einmal abbaust und einbaust, krass, wird als Fehler ja, angezeigt. Stimmt, wir hatten ja hinten ein paar Leuchten gehabt. Guck mal, Kennzeichen, Unterbrechung. Ach, ja, ja, das ist alles drin, ne? Krass. Also ich bin ja sehr verwöhnt. Ich habe ja zum Beispiel den Bosch-Tester. Ich habe noch mehrere andere Tester, die ich benutze. Aber was ist für mich
bei der Diagnose eigentlich das Wichtigste, Eidosch. Dass man viele Sachen machen kann, wie zum Beispiel elektrische Parkbremse. Ihr baut eine Einspritzdüse ein, ihr müsst ihr anlernen. Könnt ihr hier machen. Drosselklappen einstellen. Ihr baut eine Batterie ein, könnt ihr neu anlernen. Ist auch sehr, sehr wichtig geworden, auch bei den ganz neuen Fahrzeugen. PDF, Steuergeräte anlernen, Wegfahrsperre, Schlüssel anlernen. Hier zum Beispiel automatische Ölrückstellung, Ölservice, Service einstellen. Bei Audi ist das so, Eidosch, du kannst den nicht mit der Hand zurücksetzen. Du brauchst einen Tester. Was auch sehr, sehr wichtig ist, brauchen wir jetzt die Tage, elektrische Parkbremse. Feststellbremse, Bremsbeläge ersetzen. Yes, gehen wir drauf. Feststellbremse lösen. Jetzt haben wir die Servicestellung. Jetzt sagen wir, okay, verlassen der Serviceposition. Bei diesem Tester macht er direkt eine Rundeinstellung und jetzt Wahnsinn. Macht er es. Das dauert. Das so lange? Ja. Du hörst das? Das ist jetzt die Handbremse, über die wir reden. Das ist die Handbremse. Okay. Und jetzt ist er fertig. Hier hinten Bremsbelag abgeschlossen. Das war's. So, wenn ich einfach die Zeit zurückdenke, wie viel Geld wir ausgegeben haben für einen Tester. Also einfach ein Beispiel, mein Bosch-Tester kostet mich 30.000 Euro. 1.800 Euro im Jahr die Freischaltung. Natürlich kann man jetzt Bosch-Tester mit denen nicht vergleichen. Was mein Bosch-Tester alles kann, kann das Ding auch. Mit dem Bosch-Tester kann man natürlich eine Tiefendiagnose machen. Mit dem nicht, ist klar. Also irgendwo müssen ja die 30.000. Wie oft macht man das? Das macht man ja nicht so. Das ist das Problem. Ganz ehrlich, bei Bosch-Tester, das ist ein Standgerät. Guck mal, wo ich gerade sitze. Mobil, hier. Ich sitze in meinem Kinosessel, das Auto ist da vorne und ich check einfach hier durch. Das ist für mich gerade Spiel. Luxus. Das ist Luxus. Und jetzt musst du dir vorstellen, das Ding ist so dünn. Leute, das ist vielleicht ein Zentimeter dick. So ein kleines Tablet. Ja. Was nur geil wäre, wenn man hier noch irgendwie so eine Tasche hätte, wo man das auf dem Lenkrad tut, so dass das Airbag noch frei bleibt. So eine Halterung. So eine Halterung, ne? Das wäre richtig geil. Kann und dann, ja, wenn ihr irgendwie eine Batterie anlernt oder so, das dauert ja ein bisschen länger. Ich finde das geil. Ich glaube, aktuell mit dem Rabattcode kostet das Ding 360 Euro. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, 360 Euro für sowas ist nicht viel. Und was natürlich sehr, sehr wichtig ist für Leute, Update. Update müsst ihr natürlich auch machen. Mai 2025 ist der gültig und kostet 219 Dollar für 2 Jahre. Und ganz ehrlich, ich finde das okay. Ihr könnt auch Videos machen damit. Das heißt, was für eine Diagnose ihr macht, ihr könnt das auch speichern. Da könnt ihr das später auch anschauen. Habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ihr könnt die Daten anschauen, ihr könnt Kunden anlegen. Das finde ich schon alles cool. Lenkwinkel einstellen, Regensensor, Getriebe anpassen, auch sehr, sehr wichtig. Start, Stopp, könnt ihr kodieren, sollte man nicht. Das heißt, Lenkwinkelsensor muss ich, glaube ich, hier auch nochmal resetten, also neu anlernen, weil wir die Querlenkung zu neu gemacht haben. Hier haben wir zum Beispiel RDKS, also Reifendruckkontrollsystem, haben wir hier. Auch sehr, sehr wichtig bei den Autos, was ihr zurücksetzen könnt, wenn ihr das habt und unterstützt. Ihr könnt es einfach wieder anlernen. Ja. Wenn du das Gerät jetzt ausmachst, sagt er, hallo? Du bist mittendrin, was machst Nein. du? Nein, er sagt, du hast den OBD-Stecker noch da drin. Hol den raus. Also ist jetzt nicht schlimm, wenn du beendest. Nee, wenn wir jetzt ein bisschen warten, macht er das doch mal. Okay. Der will, dass du das rausholst, weil das vergisst man ja manchmal. Ja, kann ja sein. Ja. Aufladen, so dass wir beim nächsten Mal professioneller sind. Na, Eidosch? Ja. Unten ist das Ganze verlinkt. Code ist 6 Tage gültig. So, die Kamera möchte auch nicht mehr. Nee, also wir sind fertig. Also wir können sowieso heute nichts mehr machen, Eidosch. Ja. Ne? Brauchst du eine Abkühlung? Verabschiede. Brauchst du eine Abkühlung? Ich muss die Kamera auch okay. reinlegen gleich. Also, tschüss, Sheila! Tschüss! Tschüss, Sheila! So, bleib gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kampf setzt uns die Bis dann. Ciao. Tschüss, Sheila! Sheila, tschüss!